Station. Wingman, du bildest das Schlusslicht. Verstanden. Die Booster sind blockiert. Kann jemand aussteigen und schieben? Hey Ben, hier hinten ist jemand liegen geblieben. Verstanden. Wir treffen uns bei seinem Schiff. Was ist los mit dem Ding? Kein Problem. Kann ich reparieren. Na also, geht doch. So gut wie neu. Danke, Ben. Ich habe fast keine Nanobots mehr. Sag mal, wie läuft's mit deinem Schiff? Nur der übliche Verschleiß. Erzähl mir nicht, dass du noch einen Mobilitätscheck machen willst. Wir wollen doch nicht riskieren, dass dein Schiff mitten in einem Kampf auseinanderfällt, oder? Also gut, tu dir keinen Zwang an. Zeig mir erstmal zwei hübsche Strafes. Links und rechts. So. Und noch einer. Und jetzt hoch und runter. Ich kann dein Grinsen förmlich hören. Ist es nicht schön, zur Abwechslung mal jemanden zu haben, der sich um dich kümmert? Jetzt ein paar Rollen. Eins, zwei. Zum Schluss noch einen letzten Strafe, mit einem Boost nach rechts. Für das Ausweichen von Raketen würde ich dir 4 von 9 Punkten geben. Ja, gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, mit was für einem Schrotthaufen du da rumfliegst. Erzähl das mal Callahan. Ich wette 10 Credits darauf, dass er damit droht, diese Schicht von unserem Gehalt zu streichen, wenn wir ihn nicht einholen. Nein, er ist ein Idiot, aber so schlimm auch wieder nicht. Die Wette gilt. Dann sollten wir ihn nicht warten lassen. Nur noch 8 Schichten. Hast du dich endlich für eine Heimatwelt entschieden? Ja, Eden 12 soll's sein. Der Name ist lächerlich, aber zu diesen terraformten Seen kann man einfach nicht Nein sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein wird, endlich draußen zu sein. Für uns wird es Plasma-Gin und Sonnenuntergänge geben, mein Freund. Nach den ganzen Strapazen, die wir hinter uns haben, ist das Mindeste, was wir verdient haben. Na, wenn das nicht unsere beiden Faulenzer sind. 5 Sekunden länger und ich hätte diese Schicht von eurer Abrechnung gestrichen. Wie ist die Lage? Der Eingang wird von Hydra-Anemonen blockiert. Und da du dafür bezahlt wirst, solche Angelegenheiten zu regeln, dachte ich, ich wäre so nett und lasse dich deine Credits verdienen. Bin schon dabei. Immer noch blockiert? Sehr schön. Wingman, du gehst zuerst rein und sicherst einen Weg zum Kern. Der Techniker wird mit etwas Abstand folgen, falls etwas repariert werden muss. Wie viel Abstand? Genug für eine Kehrtwende, falls es Schwierigkeiten gibt. Die anderen warten mit mir draußen, bis ich das Signal gebe. Alles klar, ich gehe rein. Sieht aus, als hätte die letzte Schicht den Asteroiden nie verlassen. Zeit hatten, sich auszubreiten, sie aber noch nicht verschlungen haben, würde ich sagen, sie haben sich vor weniger als 48 Stunden gegenseitig umgebracht. Verdammt. Vielleicht solltest du doch besser umkehren. Einige der Outlaws könnten noch am Leben sein. Vergiss, Callahan. Ich kann auf mich selbst aufpassen.
Zugang zum Kern ist eingestürzt. Versuch's mal mit deinen Raketen. Sehen. Warte hier, ich seh mal nach. Sei vorsichtig. Alles wie immer hier. Mein Rettungsteam. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Hey, du bist GNB-Abschaum! Tut mir leid, Kumpel, aber hier draußen gibt's keine Rettungstrupps. An alle, es könnte gleich heiß hergehen. Wir waren Outlaws und vielleicht kommen noch mehr. Ja und? Wir haben immer noch eine bewaffnete Eskorte da draußen. Sie könnten jeden Moment hier sein. Ein Grund mehr, schnell zu arbeiten. Packen wir's an, Leute! Diese Kristalle bauen sich nicht von selbst ab. Ben, dieser Outlaw war von Bloodstar und nicht nur irgendein Handlanger. Er hatte sogar eine speziell angefertigte Coilgun. Ich werde den Hauptschacht im Auge behalten. Und ich werde die Coilgun behalten. Hoffen wir, dass wir sie nicht brauchen. Arbeiter im Auge. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Kristalle in den falschen Taschen landen. Hey, was ist das für ein Gerüttel? Das könnte das Rettungsteam des Bloodstar-Typen sein. Und wenn sie unsere Eskorte draußen entdeckt haben, werden sie nicht nur mit Sanitätern anrücken. Verdammter Mist. In Ordnung. Ich möchte, dass alle ruhig bleiben und sich von den Wänden fernhalten. Ich kümmere mich drum. Zeit, meine Credits zu verdienen. Kommandant, sind Sie hier? Verdammt, GNB, Sie sind vor uns angekommen. Geht's allen gut? Alles okay. Hey, nimm meine letzten Nanobots. Du wirst sie brauchen. Meine Sensoren leuchten wie verrückt. Es kommen noch mehr von denen durch den Hauptschacht. Nehmen wir die Abkürzung, direkt durch diesen Bohrer.
Rekord habt. Verdammt nochmal. An alle, versucht euch vorbeizuschleichen. Ich werde sie beschäftigen. Verschwendest deine Energie. Wir sind von einem Kraftfeld umgeben. Abwarten und das Beste draus machen. Dein Arm sieht übel aus. Ein Willkommensgruß? Ich bin schon eine ganze Weile hier. Wollten nur mal wieder schauen, ob ich rede. Wo haben sie dich aufgegabelt? Ist das eine GNB-Uniform? Gut erkannt. Diese Typen haben keinen Stil. Amateure. Die werden versuchen, einen guten Preis für dich rauszuschlagen. Wenn du dich so gut auskennst, müsstest du doch einiges über Outlaws wissen. Ich weiß viel mehr. Mehr, als die je aus mir rauskriegen werden. Hört ihr?
wenn das mal nicht die Gasmaske ist. Wo ist dein Boss? Die Dinge haben sich geändert, Bashar. Und weil dein Zellenkollege den Chief umgebracht hat, habe ich jetzt das Sagen. Hat er das? Und ich werde dafür sorgen, dass du für deine Beleidigung mehr leidest als je zuvor. Wo ist mein Freund, Corbin Grendel? Er ist auf der Krankenstation. Noch. Vielleicht lebt er lange genug, um noch etwas Lösegeld anzubringen. Laut DNA-Scans bist du ein militärischer Klonpilot. Kein Wunder, dass du meinen Vorgänger erledigt hast. Ich frage mich, wie viel du wert bist. Was, wenn ich dein Profil rausschicke? Schlechte Idee. Dir würde nicht gefallen, wer mich dann suchen kommt. Warum sollte ich auf einen Klon hören? Ich weiß, wie man Geschäfte macht. Interessant. Die Station steht unter Beschuss. Bemannt die Geschütze. Freunde von dir? Ja, solche, die mich tot sehen wollen. Stromausfall. Das Kraftfeld ist weg. Das ist unsere Chance. Stemmen wir die Tür auf. Los! Hilf mir! Komm her! Zieh! Verschwinden wir, solange sie abgelenkt sind. Hier geht's zum Hangar. Warte. Ich gehe nicht ohne meinen Freund. Sei kein Idiot. Er ist so gut wie tot. Na gut, hol ihn. Aber schnell. Hey, Ben. Was ist los? Das ist unsere Chance zu verschwinden. Komm. Vergiss es. Ich bin erledigt. Ich bring dich hier raus. Keine Widerrede. Hier drüben. Danke fürs Warten. Keine Ursache. Vielleicht habe ich mehr Glück mit einem Klonpiloten. Als Warnschuss. Angreifern wird geraten, sich sofort zurückzuziehen. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Die koloniale Flotte. Wir sollten zusammenbleiben, wenn wir das hier überleben wollen. Mach dich bereit zu springen. Keine Chance. Die Antriebe sind blockiert. Da unten ist ein Sprungstörsender. Ich hoffe, du weißt, wie man mit einer Kanone umgeht. Das ist nicht mein erster Tanz. Richtig, die Sache mit dem Militärklon. Rumballern liegt dir in den Genen. Er ist aus. Spring funktioniert immer noch nicht. Meine Sensoren erkennen zwei weitere Störsender. Du bist so ungeschützt. Bleib außer Sichtweite des Kreuzers. Ben, alles klar da hinten? Ich weiß nicht. Sieht übel aus. Ich bring uns hier raus. Versprochen.
eingeschaltet. Ich verstehe es nicht. Die Flotte hat hier nichts zu suchen. Das ist unsere letzte Warnung. Leite Scan aller Einheiten ein. Einen militärischen Klon zu unterstützen, ist ein Verstoß gegen den Friedensvertrag. Übergeben Sie ihn. Wir finden ihn so oder so. Sind Sie hinter dir, Herr? Ich habe der Gasmaske gesagt, er soll mein Profil nicht senden. Bringen wir es zu Ende und hauen ab. Du kannst den Störsender nicht zerstören. Näher ranfliegen und reinhacken. So geht's. Ich weiß. Wir haben Sie identifiziert, Mr. Roslin. Ich schlage vor, dass Sie Ihren Sentinel kampflos übergeben. Halt dich fest, Kumpel. Wir erreichen gleich Supralicht. Oh, Mann. Okay, Ben? Verdammt, er ist ohnmächtig. Sie versuchen uns zu orten. Du musst deinen Navigationscomputer ausschalten. Sofort! Ich kann doch nicht blind fliegen. Tu es. Okay, die Anzeige ist leer. Was jetzt? Ich gebe dir die Koordinaten. Moment. So, siehst du die hübsche Markierung? Das ist unser Ausweg. Ich habe schon öfter Klone kämpfen sehen, aber verdammt! Nicht dein erster Tanz. Du bist eine verdammte prima Ballerina. Wer heißt du, Kumpel? Adam. Und das da hinten ist Ben. Er braucht dringend einen Sanitäter. Die einzigen Sanitäter hier draußen arbeiten für G&B. Und da willst du im Moment nicht sein. Nicht mit einem Flottenhaftbefehl im Nacken. Mann, wir waren schon mit einem Fuß aus der demilitarisierten Zone raus. Sag mir nicht, dass du so einen G&B-Rentenvertrag hattest. Er heißt Lionel Grady Ruhestandsplan. Pläne sind was für Narren, mein Freund. Ich bin übrigens Dax. Versetzen wir deinen Kollegen in meinem alten Versteck in Stasis. Das gibt dir etwas Zeit, um zu überlegen, wie du sein Leben retten kannst. Also ich habe keine andere Wahl. Kumpel, wir sind da. Oh Mann, das sieht schlimm aus. Ben reagiert nicht. Wir müssen irgendwas tun. Es gibt eine Krankenstation, aber wir müssen erstmal zum Kontrollraum. Das ist also dein Versteck. Das ist ja riesig. Eine alte Militärbasis. Hab sie nach dem Krieg gefunden. Hab mich hier ein paar Jahre versteckt, nachdem die DMZ gegründet wurde. Da wären wir. Ja, schlimmer als ich dachte. Ein Problem mit dem Reaktor. Wir haben nur ein paar Grundfunktionen. Was ist mit der Krankenstation? Die Kryokapsel läuft mit Notstrom, aber keine Chance, die medizinischen Einrichtungen zu aktivieren. Im Moment können wir deinen Freund nur einfrieren, bis der Reaktor wieder läuft. Schaffen wir ihn so schnell wie möglich da rein. Alles klar. Schön vorsichtig. Um den Reaktor zu reparieren, brauchen wir Ersatzteile. Ich kann dir dabei helfen. Gut, ich gebe dir eine Liste mit. Eigentlich ja ganz schön hier. Es war wirklich nur ein Übergangsversteck. Aber man kann sagen, wir hatten hier gute Zeiten. Du warst also nicht allein? Hier ist die Kryo. Ja, sieht funktionstüchtig aus. Schlaf gut, Kumpel. Erledigt. Dann kümmern wir uns mal um den Reaktor.
Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir was. Dieser Ort. Wovor habt ihr euch versteckt? Was ist mit deinen Kollegen passiert? Ja, ich dachte mir schon, dass du Fragen stellst. Pass auf. Ich hab dir vertraut. Warum riskierst du jetzt nicht dasselbe? Vertrau mir auch. Ich sage dir über Funk, was du wissen musst. Hier muss jede Menge repariert werden. Aber wir haben noch genug Ressourcen, um unsere Schiffe zu flicken und Munition aufzufüllen, falls wir Probleme kriegen. Im Lagerraum ist auch noch etwas Platz. Du kannst deine Fracht also jederzeit abladen, wenn es in deinem Sentinel zu eng wird. Hier ist eine Liste mit den Sachen, die wir brauchen, um den Reaktor zu reparieren. Metallschrott, ein Kühlaggregat? Sollte kein Problem sein. Das Kühlaggregat könnte problematisch sein. Schau dir das Trümmerfeld in der Nähe an. Da könntest du am ehesten eins finden. Ich habe mir übrigens erlaubt, zwei Routinen in deinem Schiff zu installieren. Einen EMP-Generator und einen Powerbooster. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass du an meinem Schiff herumspielst. Bedank dich bei mir, wenn dir eine meiner Routinen das Leben rettet. GNB wusste nicht, dass du ein Klon bist. Nein, nur 8 weitere Schichten und sie hätten mir ein Ticket nach Eden 12 bezahlt. Eden 12, hä? Was für ein lächerlicher Name. Es gibt dort Seen. Cool, ich liebe Seen. Als ich ein Kind war, ist mein Vater fast jeden Tag mit mir Kajak gefahren. Das war auf Byron 4, kurz bevor der ganze Planet vor die Hunde ging. Das ist ein Kajak. Dein Ernst? Mist, wir haben Besuch. Überlass das mir. Vielleicht eine gute Gelegenheit, die Geschenktüte zu öffnen und eine deiner neuen Routinen auszuprobieren. Ich schließe so lange die Haustür ab. Für alle Fälle. Musik.
sind wieder unter uns. Er muss uns entdeckt haben, als wir den Hangar reaktiviert hatten. Also das mit dem Kajak. Kajak, das Beste, was es gibt. Sie haben uns Soldaten nie gesagt, wie ihr Klone funktioniert. Aber ich habe gehört, dass sie euch künstliche Erinnerungen implantiert haben, um euch im Kampf zu motivieren. Wenn Kajaks nicht dabei sind, hat eindeutig jemand schlechte Arbeit geleistet. Meine Erinnerungen sind lückenhaft, aber sie sind echt. Sie sind eine willkürliche Mischung aus Erfahrungen meines Klonvaters und jeder Inkarnation vor mir. Sie wurden von Klon zu Klon weitergegeben, bis sie bei mir gelandet sind. Himmel! Du hast also eine Art unsterbliche Seele, die den Körper wechselt? Na, jetzt nicht mehr. Der Kreislauf ist durchbrochen. Wenn ich dieses Mal sterbe, bin ich erledigt. Weißt du, was ich an deiner Stelle tun würde? Nein, was? Nicht abkratzen, bevor ich Kajak gefahren bin. Ich meine es ernst. Sollte ich jemals die Gelegenheit dazu bekommen, dann werde ich das machen. Noch mehr Outlaws. Sorg dafür, dass der Bereich gesichert ist, bevor du zurückkehrst. Ich will nicht, dass jemand von dieser Basis erfährt. Verkehr hier. Ja, irgendetwas muss mit unserem Tarnsystem passiert sein. Schon Glück mit den Ressourcen gehabt? Alles auf der Liste abgehakt. Super, dann bring die Teile her, damit wir den Reaktor in Gang setzen können. Was ist passiert? Keine Antwort. Keine Zeit für ein Nickerchen, Kumpel. Ich war nur kurz weggetreten. Keine Ahnung, was das war. Weggetreten? Irgendwas, worüber ich mir Sorgen machen sollte? Klingt ernst. Nein, ist nichts Schlimmes. Es sind nur Erinnerungen. Oder, ich weiß nicht, hatte sie schon eine Weile nicht mehr. So ein Klonding, hm? Ich glaube, ich habe mal was darüber gehört. Wenn es wieder passiert, will ich es wissen. Vielleicht müssen wir dich untersuchen lassen. Zuerst sollten wir uns aber auf unsere aktuelle Lage und die Basis konzentrieren. Funktioniert. Hätte nie gedacht, dass ich diesen Schuppen mal vermisse. Diese Bloodstar-Idioten hatten mich eine Ewigkeit eingesperrt. Was wollten sie von dir? Das, was sie von jedem wollen. Credits und Informationen. Pech für sie, dass ich nicht mit Outlaws teile. Wie auch immer, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben Licht, Klimatisierung und Zugang zu Scans unserer Umgebung.
Können die Scans mir bei der Navigation mit Supralicht helfen? Ich kann nicht ewig blind fliegen. Gute Idee. Wir können unsere Navigationssysteme nicht wieder einschalten, sonst ortet die Flotte unsere Ärsche sofort. Aber mit diesen Scans... Hier, sieh mal. Ceto Outer Rim, Rhodia Orbit und Union Bridge. Weiter können wir nicht scannen? Das reicht fürs Erste. Zumindest für das, was als Nächstes zu tun ist. Du musst zu allen drei Orten fliegen und nach kleinen Geräten Ausschau halten, die wir Beanies nennen. Beanies? Das ist die Abkürzung für Beanbags. Kleine, selbstgebastelte Signalstörer, die den Stützpunkt vom feindlichen Radar abschirmen sollten. Aber das tun sie offensichtlich nicht mehr. Klingt nach einem Job für Ben. Du brauchst einen Ingenieur dafür, nicht mich. Warum bringen wir ihn nicht zuerst wieder auf die Beine? Keine Zeit. Wir leuchten wie ein Signalfeuer. Wenn wir jetzt nicht herausfinden, was mit den Störern los ist, leben wir nicht lange genug, um Ben zu retten. Kümmere dich um die Beanies und lass uns verschwinden. So haben wir Zeit, eine Lösung für deinen Freund zu finden.
Hab ihn gefunden. Er ist von Trümmern verschüttet. Und der Energiekern ist abgerissen. Ich schließe ihn wieder an. Nein, bleib auf Abstand. Zu spät. Woher wusstest du, dass es eine Falle war? Outlaws nutzen gerne Köder, um Plünderer anzulocken. Außerdem laufen Beanbags nicht mit Energiekernen. Es sollte also ausreichen, das Geröll zu entfernen. Erledigt. Der erste Beanie ist wieder online. Sehr gut. Aber um komplett zu verschwinden, brauchen wir noch zwei. In so eine Gegend geraten? Ursprünglich war ich im Aethon-System stationiert, in einer Untereinheit der Nachhut. Wir haben ein paar Aufklärungsmissionen erledigt, sonst nicht viel. Wie viele wart ihr? Etwa 12. Einige sind gestorben, einige wurden zu Outlaws. Zwei Kameraden und ich kamen raus, bevor der Krieg richtig hässlich wurde. Hier sind wir gelandet. Fühlt sich an wie der Rand des Universums. Ist er nicht. Aber wenn du die Augen zusammenknallst, kannst du ihn von hier aus sehen. Ich weiß es nicht, aber auf meinem Display springt dieser Marker rum. Das könnte er sein. Versuch ihm zu folgen und halte mich auf dem Laufenden. Übrigens, wenn du bessere Ausrüstung brauchst, es gab früher eine Händlerin in dieser Gegend. Sie nennt ihren Laden die Fliegende Holländerin. Könnte sich lohnen, vorbeizuschauen. Hat es wohl nicht mehr zurück in den Frachter geschafft. Ah, vielleicht ist er sogar noch da. Kunde, würde ich sagen. Kann man beides sein? Nicht hier auf der Fliegenden Holländerin. Ich führe ein ehrliches Geschäft. Verstehe. Du siehst aus, als könntest du dich ganz gut zur Wehr setzen. Lust auf eine Herausforderung? Eine kreativere Jagd auf Outlaws? Ich lasse sogar eine Belohnung für dich springen. Was sagst du dazu? Ich seh's mir an. Thank you.
Radiosender in einem riesigen Schiffswrack versteckt, das von Minen umgeben ist? Ich erinnere mich an ein Wrack, aber es ist schon länger her, dass wir die Beanies versteckt haben. Hab ihn gefunden. Er ist von Hydren befallen. Das könnte das schwache Signal erklären. Erledigt. Der zweite läuft wieder. Schön. Noch einer und die Show geht los. Als hätte ein Asteroid die Hälfte der Antenne abgerissen. Vielleicht haben wir Glück und sie sind irgendwo hängen geblieben. Hey, mach mal einen Holoscan, um den Aufprall zu simulieren. Was habe ich wohl gerade getan? Guter Mann. Thank you.
ist eine. Wenn die Halterungen in Ordnung sind, musst du kein Quantenphysiker sein, um sie wieder anzubringen. Sind wieder online. Ich sehe es. Die Radarmarkierung für unsere Basis ist jetzt überall, nur nicht hier. Du kannst jetzt zur Basis zurückkommen. Ich habe was gefunden, das dir das Leben sehr viel leichter machen könnte. Hast du eine Verbindung? Bestätige. Gut.
starte eine Schnittmengensuche nach Maddox und Dex. Ihre Nachnamen kenne ich nicht. Mehrfache Erwähnung in die Meuterei von Eton gefunden. Lieutenant Dexter Bashar wurde nach dem Tod von Lieutenant Gabbard Voight wegen Mordes und Fahnenflucht angeklagt. Es wird vermutet, dass er von Lieutenant Henley Maddox unterstützt wurde und immer noch begleitet wird. Übertrage den vollständigen Eintrag in das Pilotenlogbuch. Eine Meuterei, ja? Das muss der Frachter aus dem Logbuch sein. Feinde in Reichweite. Mehr davon. Dir das an. Ich habe mich hier gerade durch ein bisschen altes Gerümpel gewühlt und dabei ein paar Panzerplatten für dein Schiff gefunden. Könnte dir bei einem zukünftigen Kampf helfen. Ich habe sie ins Lager gelegt.
Wer war Gerbert Voigt? Ich habe mich schon gefragt, wann du mir diese Frage stellst. Man sagt, dass du in einer Meuterei deinen Vorgesetzten umgebracht hast. Ich habe ihn nicht umgebracht. Aber ich habe es auch nicht verhindert. Dieser Krieg, die Dinge, die wir alle getan haben, das war nicht richtig. Meine Freunde und ich hatten einen Plan, um auszusteigen, um dem Ganzen einen Sinn zu geben. Aber Voigt war wild entschlossen, uns zu stoppen. Und ich dachte, Pläne wären was für Narren. Ich habe nie gesagt, dass ich selbst nicht auch einer war. Hör zu, ich weiß, wie schwer es sein kann, jemanden zu vertrauen. Vielleicht fällt es dir leichter, wenn wir uns darauf konzentrieren, deinen Freund zu verarzten und dann sehen, wie es weitergeht. Mehr will ich gar nicht. Also gut. Fangen wir damit an, dass du dich zur Union Bridge Station begibst und ein sogenanntes Primesense SDA kaufst. Das ist ein altes, aber nicht zurückverfolgbares Scannermodul. Damit können wir endlich das ganze System sehen, ohne dass die Flotte uns entdeckt. Und dann? Wir suchen mit dem Scanner nach einer Krankenstation. Wir plündern sie, stocken unsere auf und lassen die medizinische KI deinen Freund zusammenflicken. Was, wenn es keine Krankenstation in der Nähe gibt? Sito ist nicht so klein. Wir werden bestimmt auf irgendetwas stoßen. Ich hatte auf etwas Handfesteres gehofft. Na gut. Wie heißt der Scanner? Primesense SDA? Richtig. Vertraue mir und ich verspreche dir, dass es die Mühe wert ist. Dass die Flotte vielleicht immer noch nach einem illegalen Klon sucht. Wenn du also mit dem Händler sprichst, versuche, so uninteressant wie möglich zu sein. Ich fliege ein gestohlenes Kampfschiff. Dir fällt schon was ein. Nach einem Primesense STA. Das ist das Vorkriegsmodell. Ziemlich selten, aber ich habe eines auf Lager. Wie viel kostet das? 4.200. 4.000? Und 200, ja. Sagen Sie mal, Sie sind nicht zufällig ein Söldner, oder? Nein, ich stehe nur auf alte Technik. Das ist alles. Schade. Ich hätte Ihnen 2.500 bezahlt, wenn Sie einen kleinen Auftrag für mich erledigt hätten. Alles, was Sie tun müssten, wäre ein kleines Paket an einen geschätzten Kunden von mir zu liefern. Wirklich? Das ist alles? Nehmen Sie das Angebot an? Klar, warum nicht? Das klingt nicht sehr engagiert. Ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie mir diesen Auftrag übertragen würden. Gut, Sie finden das Paket in der verlassenen Station in der Nähe. Sobald Sie dort sind, gebe ich Ihnen weitere Anweisungen. Thank you.
nächste Station sieht mir nicht verlassen aus. Wie viele sind es? 5. Eins davon ist so eine fiese Viper. Ich wusste es. Lassen Sie sie nicht entkommen. Ich brauche etwas mehr zum Öffnen. Sieht mir nicht verlassen aus. Wie viele sind es? 5. Eins davon ist so eine fiese Viper. Ich wusste es. Lassen Sie sie nicht entkommen. Sieht mir nicht verlassen aus. Wie viele sind es? 5. Eins davon ist so eine fiese Viper. Ich wusste es. Lassen Sie sie nicht entkommen. Aber die Viper ist entkommen. Ist das Paket noch da? Nirgends.
Was für Schiffe flog die Gruppe? Abgesehen von dieser Elite-Viper, zwei Madcaps, ein Aufklärer und eine Sniper-Drohne. Hab ich mir schon gedacht. Ich hasse die Typen. Sie wollten unbedingt was bei mir kaufen, aber ich habe sie abgewiesen. Sie haben nicht zufällig Ihre Adresse hinterlassen? Der Viper-Pilot hat sein Lager im Rodia Orbit. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mein Paket zurückbringen könnten. Das wird Sie aber was kosten. Erhöhen wir auf 3500? Klingt gut. Bin dabei.
Was kann ich für Sie tun? In diesem Gebiet stören